So, hi. Ellie schnarcht. Hey, ich schnarch gar nicht. Das ist Muiji, der schnarcht. Gespeichert hatten wir, ne? Hatten wir gespeichert? Ja, wir hatten gespeichert. Okay, oh, ich muss es nicht nochmal machen. Gott sei Dank. Wo ist Bowser jetzt hin? Der hat sich auch in Luft aufgelöst. In meiner Welt schnarchst du. Oh, hier hätte man auch noch mal sich auffüllen können. Cool. Ultrapist. Wisst ihr, was ich machen werde? Ich kann, warum auch immer, sowieso meinen Hammer nicht benutzen. Richtig? Richtig. Dann kann ich auch alle Hammer-Sachen hier einmal kurz wegpacken. Ich weiß nicht, warum ich meinen Hammer nicht benutzen kann, aber ich kann meinen Hammer nicht benutzen. Mino schnarcht bestimmt. Doch, doch, Mino schnarcht bestimmt, bin ich auch der Meinung. Mino sieht aus wie jemand, der schnarchen tut. Was steht da bei dem Kraft Plus? Wo siehst du Kraft Plus? Das da? Nee, KP Plus. Kraft Plus? Ich hab doch Kraft Plus drin. Ich mach mehr Schaden. Warum? Hier. Angriffswert für Sprung- und Hammerattacken steigen um 1. Ellie pupst im Schlaf bestimmt voll auf. Woher weißt du das, Mino? Warst du in meinem Bett? Aber wie gesagt, dadurch, dass ich die Hammer-Sachen gerade sowieso nicht verwenden kann, könnten wir den KP-Segen reinmachen? Nee, den nicht. Den BP-Plus eventuell. Ja doch, theoretisch. Ding, der würde reingehen halt, ne? Weil das hier, das, also die hier mag ich nicht. Minusverteidigung, Plusverteidigung, was sich da irgendwie rumtauscht. Irgendwie die Dinger mag ich nicht. Bei richtiger Anwendung trifft er auch seine Luftgegner. Ausweicher. Bei erfolgreichem Einsatz des Action-Kommandos für Marios Verteidigung sinkt erlittener Schaden um 1. Oh, das Chargen könnte vielleicht auch ganz nützlich sein. Schmackofatz! Dankeschön! Vielen, vielen lieben Dank für das Vergiften! Dankeschön! Ich hoffe, die Person freut sich über die Froschis. Dankeschön! Das hier, weil Charge kostet zwar 1 BP, aber ich mache mehr Schaden, so wie ich das mitbekommen habe. Oh, Girgit, danke schön fürs Danke sagen. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß mit den Froschis. Viel Spaß damit. Oder habe ich noch irgendwas anderes, was 2 kostet? Orkansprung. Nur die hier halt. Höherer Schaden bei erfolgreichem Action-Kommando. Bei einem Fehlschlag beträgt der Schaden 0. Okay.
Oh, hier kann man auch sogar nochmal speichern. Ganz gut. Gelee Royale nehme ich gerne mit. Hol direkt mal Gumbrina raus. Ich speichere lieber nochmal. Einfach weil ich jetzt Gumbrina noch rausgeholt habe. Okay. Oh! Wie bedauerlich, Mario. Du bist ein wenig zu spät. Was? Was ihr da hinter mir seht, ist der legendäre Schatz. In diesem Schrein befindet sich die Anima des legendären Dämons. Was macht ein Anima hier im Spiel? Also wirklich, also Anima. Dreht sich das ganze Spiel nur um dich. Des Dämons, der aus Geist und Willen einer mächtigen Hexe entstanden ist. Der Körper der Prinzessin wird mir helfen, die alte Hexe zu erwecken. Der Körper der Prinzessin? Mario, nur weil ich dir diese Karte geschickt habe, verzeih mir, dass es so weit gekommen ist. Mit ihren dämonischen Kräften werde ich die Welt mit Leichtigkeit unterwerfen. Endlich ist es soweit. Die Welt ist mein. Also dann, erscheine in unserer Welt, Königin der Finsternis. Ist Anima sogar einfach noch die Königin der Finsternis? Ich werde nicht mehr. Oh, wow. Oh, wie cool. Was ist denn jetzt passiert? Ist das Babsis Mutter aus Düsseldorf? Schon wieder, die sind mit Babsi verwandt. Bubulio! Der Himmel! Der Himmel! Bitte? Was hat Anima verpasst? Warum ist Anima wieder schuld? Ja, Anima, das ganze Spiel dreht sich eigentlich um dich. Wir haben dich jetzt befreit. Jetzt verdunkelst du alles. Du bist die Königin der Finsternis, Anima. Was ist denn jetzt los? Der Himmel. Es ist so finster? Echt? Ja. Da, Anima, das bist du. Wer wagt es? Wer verlangt nach mir? Ich. Du. Na gut. Hast du ein Gefäß für meine Anima? Dieses Mädchen dort. Das junge Ding scheint annehmbar zu sein. Nun gut. Hilfe, was passiert?
Die kennt sogar die Bedeutung meines Namens. Ihr sagt doch, Anima, das Spiel dreht sich eigentlich die ganze Zeit nur um dich. Mensch, guck mal, die haben dir ein ganzes Spiel gewidmet. Was war das denn? Scheint etwas unfassbar fürchterliches passiert zu sein. Meine Güte. Sind die legendären Mächte der Finsternis tatsächlich wiederbelebt worden? Das wäre ja fürchterlich. Oh mein Gott. Rock! Peach? Peach Girl, wir müssen mal miteinander reden. Was hältst du davon, wenn du auf die dunkle Seite der Macht kommst? Also, ich finde, das steht dir viel besser als dieses rosa Plüschgetüll. Also, ich meine nur. Komm auf die dunkle Seite. Komm, Peach. Okay. Was probierst du da gerade, Ellie? Nichts. Nichts, alles gut. Ich wollte vielleicht nur Peach auf die dunkle Seite der Macht entführen. Ja. Ich glaube, das würde ihr sehr gut stehen. Die dunkle Seite hat keine Cookies. Ich hab Muffins. Da bin ich wieder. Körper und Anima passen noch nicht richtig zusammen. Aber ich werde mich schon an den neuen Körper gewöhnen. Prinzessin Peach ist... Also dann, erledigt diese Kreaturen für mich, finstere Königin. Wer wagt es mir, Befehle zu geben? Was hältst du, erbärmlicher Wurm, mich eigentlich? Was soll das denn? Du hast dem zu gehorchen, der dich wieder geweckt hat. Also wag es nicht, mir zu widersprechen. Unterwirf dich meinem Befehl. Sonst werde ich dich dahin zurückschicken, wo du hergekommen bist. Hüte deine Zunge, Wurm, und wage es nicht, mir Befehle zu erteilen. Noch habe ich wohl nicht meine vollständige Kraft wiederhergestellt. Aber darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Oh, was war das, Mario? Eure Majestät. Ach nein, die drei schon wieder. Ihr seid zurückgekehrt, meine Königin. Haben die wirklich was mit dir am Hut? Brunhilda, viel Zeit ist vergangen seit unserem letzten Treffen. Die kennen sich wirklich? Also gut. Ihr habt mir also geholfen, zurückzukehren? Ja. Wir haben diese jungfräuliche, reines Mädchen als Domizil für eure Anima gesucht. Und wir haben die Lüge verbreitet, es gebe einen Schatz. Auf der Jagd danach haben diese Narren die Sternjuwelen vereint und das Siegel erbrochen. Ich habe das Siegel gebrochen, nicht erbrochen. Entschuldigung, Spiel. Gute Arbeit. Aber Majestät, sind wir eures Lobes denn würdig? Brunhilda, wer sind eigentlich diese Figuren dort? Jedenfalls sehen sie verwegen und kräftig aus. Hey, ihr da! Wenn ihr meine Diener werdet, verschone ich euch. Was tun wir, Mario? Wir werden doch nicht etwa ihre Diener, oder? Kein Problem, Hallöchen und meine Hoheit. Eine sehr vernünftige Entscheidung, also gut. Damit gehört ihr mir.
Ihr werdet mir euer ganzes Leben lang dienen. Das ist doch kein Problem, nehme ich mit. Credo komplett so, was? Was hat sie gerade getan? Ich diene der dunklen Königin. Damit ist der legendäre Dämon in all seiner Grausamkeit wiedergeboren. Und was ist mit Mario? Mit Prinzessin Peach? Und was ist mit der Welt? Och Manu. Also wir haben es eigentlich durch, ne? Hey, komm, ich habe mich dafür entschieden, ihr zu dienen. Eigentlich ist durch. Komm, eigentlich ist durch. Hey, ich konnte mich entscheiden. Ich wollte ihr dienen. Meine Herrin. Meine Meisterin. Ich wollte ihr dienen. Keine Credits ist gleich nicht durch. Sagt sie eigentlich was dazu, wenn ich Brunhilde raushole? Aber wir müssen ja gegen ihr kämpfen, das wäre jetzt doof. Warum spielst du weiter, weil das nicht das Ende ist, das ihr sehen wollt? Ich skipp mal, ne? Wir haben das ja schon gesehen. Komm, es ist nicht das Ende, was ihr sehen wolltet. Was ist passiert? Warum skippt sie einfach alles? Buh. So verstehe ich die Story nicht. Ich habe das schon alles vorgelesen, Meno. Das kennen wir doch alles schon. Jetzt halt endlich mal den Funfact lesen können. Brauchst du einfach nochmal, Anima. Ellie wurde von der dunklen Seite verführt. Ja. Ich mag die dunkle Seite. Leider zählt Game Over nicht. Schade. Fun Fact, Anima ist Latein und bedeutet Seele. Das männliche Gegensatz ist dazu das aus Assassin's Creed bekannte Animus und bedeutet Geist. Okay. Was ist los, Jonas? Warum guckst du so? Schade, dass wir jetzt die ganzen Sequenzen nochmal sehen müssen. Okay, also darf ich mich nicht der Königin der Finsternis unterwerfen. Schade aber auch. Bin ich von der dunklen Seite angezogen? Ja, mag die dunkle Seite. Böses ist toll. Was Böses, Herr Busch? Ich mag böse Sachen. Die gehört nur zu meinem Gefolge. Ja, gerne. Ich mag Böses. Und guck mal bitte, wie cool Peach denn aussieht. Ich dachte immer, Ellie ist die dunkle Seite. Wer weiß, wer weiß. Ist Jonas und Ellie unterliegen oder mehr ihr Experimentobjekt für ihre böse Tat? Welches Jonas ja auch böse und er hat mich böse gemacht. Vielleicht tut Jonas immer nur so nett. Aber vielleicht ist er voll böse. Thank you.
mal, wie cool Peach aussieht. Bin ich blass um die Nase? Ja, vielleicht ein bisschen, aber ansonsten ziemlich cool. Genau, wir sind jetzt wieder fast da angekommen. Ich würde ihr wirklich gerne dienen. Ich hätte echt gern ein alternatives Ende gesehen davon, okay? Also so richtig gesehen. Aber wir lehnen ab. Also gut. Ihr wollt euch also auch nicht beugen. Ich wollte, aber das Spiel hat nein gesagt. Ungewöhnlich. Wenn es so ist, macht euch bereit für meine Vergeltung. Wow, die Mucke. Oh, ah, wie cool sie aussieht. Welch Torheit, meinen Zorn so leichtfertig herauszufordern. Diese Torheit werdet ihr mit eurem Leben bezahlen. Ich glaube auch. Ich glaube, die wird knackig. Mario, wir müssen diese Hexe vernichten, sonst wird die Welt... Das ist nicht mehr Prinzessin. Greifen wir hart an. Okay. Na dann scan die gute Dame mal. Bin nur noch schwarze Haare? Nee, ich finde die blonden Haare schon okay. Mit dem Schwarz, dieses Blonden, das Rot, das steht mir schon ganz gut. Ich glaube, wenn sie schwarze Haare hätte, dann wäre das zu viel schwarz. Was für eine... Eine Macht, die von Peachs Körper Besitz ergreift. Das ist die Königin der Finsternis. Sie ist der legendäre Dämon, der die Stadt vor langer Zeit vernichtet hat. Maximal KP 150. Angriffskraft 7, Verteidigung 0. Vorsicht vor ihren Blitzen. Der Dämon kann auch Magie einsetzen oder deine KP absaugen. Und außerdem... will uns die Königin der Finsternis ins Reich der Schatten saugen. Boah, habe ich kein Problem mit. Auch wenn sie in Peach Körper steckt, du musst sie unbedingt aufhalten. Das ist nicht mehr Peach, also darfst du keine falsche Rücksicht nehmen. Ja, Hammer kann ich immer noch nicht verwenden. Oh, ich habe den Sprung verkackt. Ja. Ja.
Endlich auf diesen Moment habe ich gewartet. Popcorn rausholen, nom nom. Wenn ich all das Popcorn echt essen würde, wäre ich fett. Oh Mann. Bin ich noch geboostet? Ich bin mir unsicher. Ich glaube nicht. Und direkt nochmal. Da habe ich irgendwas an Items. Ultrapilz. Tropfsirup. Ja doch, den könnte ich mal benutzen. Der füllt meine BP wieder auf nebenbei. Stimmt, wir hätten hier auch uns auf chargen können, ne? Aber ich weiß nicht, ob Gumbrina noch eine Runde aushält. Ich mach das mal. Ne, Gumbrinas RIP. Das war aber guter Schaden. Oh, geschlagen. Wie konntest du mich besiegen? Aber deine Kräfte hätte ich ja auf den ersten Blick erkannt. Langsam wird mir mein Körper etwas vertrauter. Es ist Zeit, meine wahre Macht zu demonstrieren. Dachte ich mir schon. Dachte mir schon, dass da noch was kommt. In dieser Gestalt ist euer Angriff für mich kaum schlimmer als ein Mückenstich. Seid stolz, dass ihr mich vor eurer unvermeidlichen Niederlage hierher gebracht habt. Nennst du das etwa einen Angriff? Schade. Aui. Wow. Nicht gut. Was mache ich denn? Jetzt solltest du meine Kräfte zu spüren bekommen. Oh Gott, was mache ich denn bei dir auf einmal? Oh, was mache ich denn mit dir jetzt so? Thank you.
macht ja keinen Schaden. Was für ein erbärmlicher Wurm du doch bist. Die hat einfach mein ganzes Publikum geklaut. Damit sind alle meine Wunden wieder geheilt. Ja, auch scheiße. Und jetzt erwartet eure gerechte Bestrafung. Mario, wenn das so weitergeht. Ich frage euch noch einmal, wollt ihr mir dienen? Dies ist eure letzte Chance. Abgelehnt. Mario wird dir ganz sicher nicht dienen und wird gewinnen. Also gut. Ganz wie ihr wünscht. Dann werde ich euch jetzt den Gnadenstoß versetzen. Was ist? Wie wird mir? Die Sternjuwelen? Oh! Wir haben ja gelernt, die Sternjuwelen sind weder gut noch schlecht. Sondern abhängig vom Besitzer. Oh. Aber was ist das denn? Herr Bürgermeister, das ist ein Sternjuwel. Aber eigentlich sollte Mario diese Juwelen haben. Hm. Vielleicht hat es ja etwas mit diesem plötzlichen Düsterkeit hier zu tun. Wer kann das schon genau wissen? Ob Mario und Kupio am Ende etwas zugestoßen ist. Oh, aber... Nein, Kupio geht es gut. Er hat mir doch versprochen, gesund zurückzukehren. Oh, helfen uns unsere Freunde jetzt? Oh, das Sternjuwel. So. Und wieso ist das hier? Nun gut, manchmal geschehen ihm seltsame Dinge. Wie kannst du nur so gelassen bleiben, Bubuma? Bubulio, Mario ist in Gefahr. Dieses Sternjuwel ist sicher hier, um uns das mitzuteilen. Was? Aber das kann doch nicht. Doch, natürlich. Jetzt wird mir alles klar. Das Sternjuwel will uns etwas mitteilen. Das hat sie eben doch gesagt. Mario und seine Freunde kämpfen schließlich dafür, die Welt zu retten. Mario, Erona, haltet durch. Ja, haltet durch. Gebt alles, woo, gebt alles, woo, yay, woo. Yay, Mario! Bomba! Nein, Mario! Nein! Luigi! Sicherlich kämpfst du gerade an einem fernen Ort für uns. Und durch dieses Sternjuwel können wir deine Gefühle erahnen. Ich kann dir nicht helfen. Aber in Gedanken stehe ich dir bei. Mario, du musst singen. Yo, du schaffst das, Bomba! Hey, Bomba. Wer mich besiegt hat, verliert gegen niemanden. Genau, du hast sogar uns besiegt. Du schaffst das. Du schaffst es.
Wir alle sind in Gedanken bei dir. Spürst du unsere Kraft, Bomba? Spüren Sie es, Mr. Krabs? Spüren Sie es? Sammeln wir jetzt die Genki-Dama an? Was passiert hier? Machen wir jetzt gleich so Hände hoch und alle... Und ich nehme deren die Kraft und dann mache ich so eine Genki-Dama? Let's go! Was passiert hier plötzlich? Mario! So in etwa fühlt sich das an, ja, oder? Haltet durch, Mario. Ich heiße nicht Mario, ich bin Luigi. Du siegst, du siegst. Haltet durch, Barbara. Du siegst, du siegst. Mario ist sicherlich in großer Gefahr. Wenn er verliert, wird diese Welt für immer in Dunkelheit versinken. Hieß sie Barbara? Also, diese Kleine, die Mario begleitet hat, der misstraue ich ja irgendwie. Keine Sorge, Mario wird nicht verlieren. Diesen Geist, der unser Dorf heimgesucht hatte, den hat er auch geschlagen. Wir müssen nur daran glauben, dass das Licht in dieser Welt zurückkehren wird. Viel Glück, viel Glück! Viel Glück! Wenn gleich alle die Hände heben, gibt es eine große Kugel über Luigi. Wahrscheinlich. Mario, du musst gewinnen. Kämpfe! Kämpfe! Was soll das? Eure Stimmen sind viel zu leise. Das wird gleich wirklich eine Genki-Dama. Ich meine, ja, 7 Sternjuwele, 7 Dragon Balls, Wünschen, Schatz, Legendären und so. Das überschneidet sich ja eh schon alles. So ein bisschen. Oh Mann. Bartomp, du musst gewinnen. Kämpfe! Kämpfe! Nochmal! Kämpfe! 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 Hey, Bardom! Zeig, aus welchem Holz ein echter Seebär ist! Kämpfe! 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 Ob es ihnen wohl gut geht? Mach dir keine Sorgen, Brillianti. Luigi war mein bester Schüler. Ich hasse dich, Luigi. Er wird die Welt retten. Das steht ganz außer Frage. Aber trotzdem, es ist alles sehr besorgniserregend. Ich hatte mir eine glückliche und helle Zukunft für Bronzemut gewünscht. Wir müssen Mario jetzt alle unterstützen. Dieses glitzernde Juwel wird ihm sicher unseren Beistand übermitteln. Genau, Papa. Mario, halte durch! Halte durch, Freunde! Mario! Bomba! Bomba! Was? Mario? Bomba? Ich dachte, das ist Luigi. Yeah. Alle sind versammelt, Bürgermeister. Der Pinguin rafft gar nichts, ne? Der Pinguin ist einfach komplett lost. Ich bin der Pinguin, gefühlt. Ich danke euch allen. Also gut. 1, 2. Mario! Bum, 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 Siege, halt durch, bum, bum. Mario, du schaffst das.
Halte durch, Kumbrina, Mario, kämpfen, Mario, Meister Luigi, du siehst, Barbara, Mario. Hilfe? Entschuldigung? Das ist... Mario, hörst du? All unsere Freunde sind jetzt bei uns. Sie alle. Alle geben uns ihre Kraft. Ich sag ja gleich, kommt eine Genki-Dama. Was ist das? Was sind das alles für seltsame Stimmen? Mario, sieh mal da drüben. Was ist das für ein Leuchten? Mario. Diese Stimme, ist das Prinzessin Peach? Mario, ich... Was soll das? Willst du dich mir etwa widersetzen, Blaublütchen? Mario, bitte. Nutze auch meine Kraft für deinen Kampf. Die hat mich geheilt. Oh, ein seltsames Gefühl. Meine Kräfte wachsen und wachsen immer weiter. Du elende Kröte. Adieu, Mario. Ich baue auf euch. Peach! Was? Was für eine verschlagene Kleine. Ihr seid völlig machtlos. Die Königin bin ich. Mario, wir haben es bald geschafft. Also gut. Ich werde euch in den Boden stampfen. Hab den Chat dadurch auch nicht mehr aktuell. Alles gut, Anima, hast nichts verpasst. Schauen wir mal. Oh Gott. Okay, geschafft. Hat aber trotzdem keinen Schaden gemacht. Und... Ah doch, das macht jetzt aber Schaden. Aber der Sternenangriff hat keinen Schaden gemacht. Was war das? Mein, dieser Körper, ich bin verwundbar? Wir haben gerade erst angefangen. Ich werde alles für dich geben, Mario. Ihr...
Mach den mal schon mal sicherheitshalber rein. Ich krieg das bei der nämlich mit den Blöcken gar nicht hin. Oh, schmuck. Das war gut. Das hat alles einmal aufgefüllt. Aber auch mehr Glück als Verstand, ey. Nein, aber die hat mich gehauen. Ey, Dovi. Du sollst die große Tante da hauen, nicht mich. Viel Spaß im Lurk-Anima. Achso, sie ist immer noch verwirrt. Sorry. Habe ich nicht drauf geachtet. Ich mache mir selber mehr Schaden als sie mir, ey. Boah, 13 Schaden, ey. Gott, ich sehe da gerade nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade nicht gesehen, ob da irgendwas war. Gottes Willen, Gottes Willen. Verkackt.
Okay, das war ganz gut. Gar nicht mal so gut. Ich glaube nicht, dass Schmodas die einsaugen kann. Wenigstens sind die Grabbelhände jetzt weg. Mist. So, die Hand. Die Hand ist auch weg. Boah, die ist schon ein harter Brocken. Wenn die sich mal nicht noch mal heilt. Ja, Hallöchen, hallo Knolle. Hi. Plus 7. Nicht gut, nicht gut. Mario, austauschen, Barbara. Verteidigung wurde erhöht, okay. Versuchen wir das nochmal damit so ein bisschen. Das macht ja allen Schaden.
Warum bin ich so müde? Ich weiß es nicht, Reno. Weiß nicht, wahrscheinlich, weil es schon wieder dunkel draußen ist und alles. Mit Barbara. Mit euch bin ich noch lange nicht fertig. Oh wait, ging das nicht? Oh nein, da ist so ein Zeichen. Oh Gott, ich habe richtig verkackt jetzt. Ich kann keine Items einsetzen. Oh, ich habe das nicht gesehen. Oh no. Ach so, stimmt, Barbara ist ja weg. Barbara ist ja putt. Das überlebe ich nicht. Ich habe ja nicht mal mehr was zum Heilen. Verloren. Versuch's noch einmal. Außer ich muss jetzt noch mal alles machen, weil er nicht zwischengespeichert hat. Okay, er hat nicht zwischengespeichert, dann ist das hier das Ende von Paper Mario. Ich mach das nicht noch mal. Ich guck mir nicht noch mal alle Sequenzen an und ich werde auch nicht noch mal gegen die kämpfen. Da kommt noch eine Sequenz, das mache ich nicht noch mal. Das tut mir leid. Dann werden wir niemals wissen, wie das Spiel ausgeht. Aber das mache ich nicht nochmal. Weil ich müsste jetzt gegen... Wir müssten jetzt erstmal... Videos zum Ende gucken, könnt ihr ja privat machen, gerne.
Weil ich müsste jetzt erstmal wieder reingehen. Dann kommt das ganze Gelaber. Dann kommt diese Sequenz. Dann fragt ihr mich, ob ich Diener werden will oder nicht. Dann muss ich gegen sie kämpfen. Dann kommt wieder hier, dass alle irgendwie eine Genki-Dama halt machen und mir zusprechen. Dann muss ich wieder gegen sie kämpfen. Das mache ich jetzt nicht. Das dauert mir zu lange, wenn ich bedenke, wie viel Zeit das jetzt gekostet hat. Das mache ich nicht. Es tut mir leid. Aber theoretisch, ich denke mal, danach wäre Ende. Ich denke mal, danach wäre das Spiel zu Ende. Ja, danke schön fürs Patten. Aber wir haben das Ende ja theoretisch erreicht mit dem, ob wir Diener werden wollen. Ich wollte ihr Diener werden. Das war theoretisch mein persönliches Ende. Da wollte ich aufhören. Ihr wolltet den Kampf noch sehen. Ich schaff den Kampf nicht. Und dementsprechend ist hier erstmal Ende. Aus. Vorbei. Vielleicht habe ich nochmal Lust, den Kampf zu machen. Vielleicht überkommt es mich irgendwann nächste Woche nochmal und wir probieren es nochmal, aber hier ist erstmal vorläufig Ende.